Die Gründe, die für das Sprachlernen sprechen, sind zahlreich und oft sehr persönlich. Heutzutage müssen wir mindestens eine oder sogar zwei Fremdsprachen beherrschen, um bessere berufliche Chancen zu erhalten. Oft sind das Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch oder Chinesisch. Wer im Job elegant mit den ausländischen Geschäftspartnern verhandeln und sich gut auseinandersetzen kann, gewinnt definitiv an zahlreichen Wettbewerben gute Perspektiven und Ansehen. Manche lernen Fremdsprachen nicht nur für den Beruf und die Karriere, sondern auch für den Auslandaufenthalt oder für die persönliche Weiterentwicklung als Hobby, etwa für die Kommunikation mit Leuten aus anderen Kulturen oder einfach für das Gehirntraining. Einige Sprachwissenschaftler sprechen sich schon gegen das frühere Sprachlernen aus. Sie dementieren also das Argument, dass die Kinder Fremdsprachen besonders leicht lernen können. Ich kann dieser Ansicht voll und ganz zustimmen. Meines Erachtens gilt Folgendes: Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, lernen langsamer zu sprechen als Einsprachige. Für mich steht also fest, dass Kinder erst ab dem 7., 8. Lebensjahr mit dem Sprachlernen beginnen sollten. Jetzt möchte ich mich mit der Beschreibung der Grafik beschäftigen, die eindeutig zeigt, dass die deutsche Sprache europaweit beliebt ist. Es wird sowohl von einer großen Zahl Muttersprachlern gesprochen, als auch häufig in mehreren Ländern unterrichtet. Besonders in Polen, in den Niederlanden, in Dänemark und in der Slowakei ist das Interesse an Deutsch emporragend. Fast zwei Drittel der Schüler haben laut Statistik im Jahr 2012 Deutsch gelernt. Das liegt bestimmt daran, dass diese Länder Nachbarstädten von Deutschland sind und es viel Kommunikation und viel Austausch gibt. Aber an der Grafik ist mir besonders Frankreich aufgefallen. Überraschenderweise gibt es in diesem Land wenig Deutschlernenden, nur 14%, obwohl es eigentlich viele Gemeinsamkeiten sowie die Grenzen und die Geschichte zwischen beiden Ländern gibt. In Finnland, Schweden und Irland gibt es auch einen starken, überzeugenden Anteil der Deutschlerner, obwohl es keine gemeinsamen Grenzen gibt. In meinem Heimatland ist auch neben Englisch, Russisch und Französisch das Interesse am Lernen der deutschen Sprache gestiegen. Zwar hat Englisch eine Popularität in Armenien gewonnen, aber im Prinzip ist für einen armenischen Muttersprachler überhaupt jede Sprache leicht zu lernen. Dank unserem Alphabet mit 36 Buchstaben haben wir alle Vokale zur Verfügung. Mir persönlich hat beim Deutschlernen der Vergleich zwischen der deutschen und der armenischen Grammatik sehr geholfen, sowie das ähnliche Vokalsystem. Beim Deutschlernen ist es sehr empfehlenswert, Gespräche mit Muttersprachlern zu führen, im Internet zu recherchieren und viel zu lesen, sowie auf YouTube eine Reihe Fernsehkanälen und Bloggen zu folgen. Letztendlich möchte ich sagen, dass das Allerwichtigste natürlich die Kommunikation ist.
weil es ohne dies meiner Meinung nach überhaupt sinnlos ist, eine Fremdsprache zu lernen. Wir lernen eine neue Sprache, um zu kommunizieren und nicht um zu schweigen. Aber das sind nur meine persönlichen Betrachtungen und ich bin immer bereit, andere Meinungen zu hören. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.